Willkommen zurück zu Pokémon Silber und wir sind hier stehen geblieben in der obdachlosen Höhle. Nein, wirklich, die beiden hier, die wohnen hier. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, das, ja, die wohnen auf jeden Fall hier. Und ich bin nochmal zurückgegangen, um mir zum einen Motri zu holen für Stärke und zum anderen meine Pokémon zu heilen. Und ich bin sogar kurz in Teak City abgebogen, um mir ein paar Supertränke zu kaufen. Leider hatten die keine Hypertränke bei sich im Sortiment, aber ist schon okay. Und tatsächlich kommen wir auf der anderen Seite raus. Mhm. Ich würde sagen, wir machen erstmal oben. Wir sind nämlich gerade in den Alfruinen unterwegs, wollen da die Puzzle durchmachen, damit wir weiterkommen. Müssen wir nicht machen, um weiterzukommen, aber ich würde gerne alles zeigen. Und der hier steht im Weg. Ich würde sagen, wir machen erstmal oben links und dann unten links. Und dann sollten wir alle vier haben. Dies ist ein merkwürdiger Ort. Ja, kann man so sagen. Ist ja nicht umsonst. Sind ja nicht umsonst die Alfruinen. Lionel, ein bisschen lonely. Oh, Girafarig. Sind wir zum ersten Mal? Hat so einen kleinen Chompy, so einen kleinen Kettenhund. Als Schweif. Finde ich sehr lustig. Was aber sehr traurig ist bei Girafarig, muss ich sagen. Ist übrigens ein neues Pokémon zu Gen 2. Ist, dass es in seinem Beta-Design war viel cooler. Denn wenn man Girafarig rückwärts spricht, was ist wohl Girafarig rückwärts? Ich gebe euch mal ein bisschen Zeit. Girafarig rückwärts. Oh, es ist Girafarig. Oh, ja. Ist mir auch als Kind aufgefallen und nice, Melly macht einen richtig guten Job. Leider, vielleicht gerade zerstampft. Oh, macht damit mega viel Damage, oha. Girafarig sollte nämlich eigentlich auf beiden Seiten den gleichen Kopf haben. Also nur die rechte Seite, die hintere Seite, die so ein bisschen dunkler, schwarzer ist, die soll halt auch den Kopf von Girafarig vorne haben, aber aus irgendeinem Grund haben sie sich entschieden, das nicht zu machen. Macht keinen Sinn. Wenn ihr meint, Game Freak, hätte das cooler gefunden, aber okay. Weil es hätte nämlich auch Sinn gemacht mit dem Namen. Punkt, Punkt, Punkt. Darfst kein Punkt, Punkt, Punkt sagen. Das darf nur eine Person auf der Welt. Ich komme oft hierher, um nachzudenken. Okay. Was gibt's hier denn für Pokémon? Das weiß ich gar nicht. Oh, Farbigel. Farbigel. Auch so ein Pokémon, wo ich immer denke, das ist ein Gen 3 Pokémon, aber es ist ein Gen 2 Pokémon eigentlich. Was gibt's hier sonst noch so? Oh, Natu. Oh, Natu ist richtig gut für den Anfang. Na gut, was heißt Anfang? Man kommt hier erst viel später hin. Aber Natu ist ein sehr gutes Pokémon, ziemlich Psycho. Sehr gutes Psycho-Pokémon, kann ich nur empfehlen. Also hier hinzukommen ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, nur leider ist die Raid hier sehr klein. Die wilde Pokémon Raid. Okay, gibt's Farbigel, normales Pokémon, ist jetzt, kann man ein bisschen mit Porenta vergleichen, ist jetzt nicht so das allerbeste. Wenn man Bock hat, kann man es ins Team nehmen, muss man aber nicht. Aber Natu kann ich euch nur empfehlen, weil Xatu ist sehr gut, richtig gut. So, und jetzt machen wir hier dieses Rätsel. Ein Pokémon, das mittels regenbogenfarbener Schwingen grazil durch die Lüfte schwebte. Wer könnte das nur sein? Wenn ihr das Boxart-Cover von Pokémon Gold kennt, dann wisst ihr alle, was es ist. Ansonsten wissen die anderen das wahrscheinlich so oder so auch. Ja, gut. Aber endlich mal wieder so ein Puzzle. Letzte Folge hatten wir nämlich keins, obwohl wir die ganze Zeit über erforscht haben. Aber gut, ist das halt so. Und das sieht irgendwie nicht richtig aus. Oder? Mach's mal andersrum. Mir sieht's nicht richtig aus. So aber auch nicht. Ich lasse es erstmal so. Das sieht gut aus, ja. Und dann das hier da. Das sieht schon besser aus. Ich mache immer gerne bei Puzzlen erstmal die Ränder und dann das mittlere. Das ist bei mir einfach so, dass ich das immer mache so. Ja, hier mach. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Hier vielleicht? Ja, könnte passen. So. Ah, maybe. Dies maybe. Keine Ahnung, wo das hin soll.
Okay, das kommt wahrscheinlich dahin. Ja. Okay, warte, was? Ach, warte, das kommt dahin. Nicht? Hm? Warte, legen wir das jetzt mal da drauf, dann sehen wir, was falsch ist. Okay, warte, vielleicht kommt das dorthin? Irgendwas ist faul. Irgendwas ist komplett faul. Ich kann aber leider nicht meinen Finger drauf zeigen. Vielleicht die beiden falsch rum? Vielleicht kommen die nach unten? Nee, die kommen bestimmt schon nach oben, oder? Die waren richtig. Ich bin mir sicher, die waren richtig. Okay. Dann tun wir die nochmal zurück. Aber ich glaube, ihr habt bis jetzt schon alle erkannt, welches Pokémon es sein soll, oder? Okay, warte, ich glaube, ich weiß wie rum. Ja, so rum. Ich habe mich hier ein bisschen irritieren lassen, aber so müsste es richtig sein. Also es ist Ho-Oh. Aber irgendwas ist falsch. Aber was ist denn falsch? Sind vielleicht die beiden? Nee, das muss eigentlich... Obwohl... Probieren wir es mal aus. Probieren geht über Studieren, ne? Ach, die Steuerung ist ein bisschen nervig. Ich glaube, das ist sogar besser so, aber... Dann ist das hier vielleicht doch falsch rum? Wenn das nicht falsch rum ist, dann vermute ich mal ganz unten. Okay, dann vermute ich mal ganz unten. Die beiden da unten müssen dann anscheinend falsch sein. Also die hier. Weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst falsch sein sollte. So? Nee, sah vorher richtig aus, aber so nicht. So. Was ist denn falsch? Ach, Moment. Oh nein. Sag mir bitte nicht, dass man so... Warte. So rum. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich... Ah, doch. Okay. Alles klar. Alles klar. Das wird so wahrscheinlich sein, oder? Ja. Ja, sieht jetzt nicht so stark aus wie ein Ho-Oh, aber man kann es erkennen. Denke ich mal. Also für Gameboy Standard, so ist es ganz okay, denke ich mal. Alles klar. Und leider sind wir jetzt wieder hier gelandet. Heißt, ich muss den ganzen Weg zurücklatschen. Was ein bisschen nervig ist, muss ich zugeben. Aber gut, hilft nichts. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. So, nun, dass wir wieder hier sind, machen wir das letzte Puzzle und können dann heute noch mit der mit dem eigentlichen Spiel weitermachen. Dass wir dann endlich bei die Alphabeten durch haben. Wie gesagt, ich will es euch halt zumindest mal zeigen. So, jetzt macht nicht den Fehler und springt hier ab. Geht safe einfach nach links und geht hier rein. Okay. So. Dieses Pokémon bewegte sich mit Hilfe seiner 10 Tentakel fort. Welches das wohl sein kann? Alles klar, okay. Und das hier ist das Schwierigste von denen. Glaube ich. Halt, Ho-Oh fand ich jetzt nicht ganz so schwierig, auch wenn das irgendwie eins der letzten ist. Aber ich glaube, das hier wird jetzt sehr schwer. Habe ich einfach so das Gefühl. Hier sieht man schon das Auge von dem Pokémon. Ich werde euch gleich sagen, was es ist. Ihr könnt ja gerne noch ein bisschen spekulieren. Vielleicht fällt es euch einfach gleich random auf. Ich muss halt gerade gucken, was ich hier mache. Es ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Wie man sehen kann. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus.
Der ist leider ein bisschen mehr. Okay, die Dinger weiß ich wirklich nicht. Aber das ist bestimmt so ein rechtes Teil. So, ja genau, ja genau. Das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. Ja, ja, ja. Das sieht richtig aus. Das will der. Warum nicht so? Obwohl, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Lassen wir es erstmal so. Aber die Dinger hier. Na doch, das könnte so passen. Dann das hier vielleicht so. Und dann so? Nee. Nee, niemals. Aber wo ist denn überhaupt das andere Auge? Oder sieht man nur ein Auge auf diesem Artwork? Kann gut sein. Hier sieht man ganz viel vom Panzer. Ach, das soll der Panzer wahrscheinlich sein, ganz, oder? So. Man erkennt ja gar nichts. Jen? Oh Gott, was hab ich getan? Oh Gott, was hab ich getan? Komplettes Chaos. Ja, das ist mein Bild, Leute. Ist das nicht wunderschön? Man kann es sofort erkennen. Ich glaube, ich spare mir sogar auf. Das Ding Reveal auf, was das Pokémon eigentlich ist. Bis ich es fertig habe. Als ich überhaupt fertig werde. Weil heilige Scheiße, was mache ich hier? Warte, es könnte aber hier ganz links sein, das Auge. Ich muss auf jeden Fall rausfinden, wo die Dinger hinkommen. Das wäre ganz wichtig zu wissen. Die sind auf jeden Fall Innendinger. Bin ich mir zumindest fast sehr sicher. Würde halt keinen Sinn machen, wenn nicht. Echt nicht so einfach. Muss man dazu sagen. Das sieht vielleicht einfach aus. Na, obwohl sieht gar nicht einfach aus. Was laber ich? Oh Gott, das könnte hier hin passen. Oder? Maybe? Maybe. Ja, was mir gerade auffällt, ist, dass das da gar nicht hinpasst. Das müsste eigentlich so sein. So passt das doch viel mehr zusammen. Und dann wird das hier. Rund. Ja. Dann. Oh Gott. Man kann sie halt im DS Remake drehen, die Dinge, was es halt noch schwerer macht, aber ist dadurch halt noch viel spaßiger. Ich habe nur gerade das Problem, dass ich nicht weiß, wo was hinkommen soll. Oh Gott. Das ist schwer! Aber was passt denn hier gerade so gar nicht zusammen, muss ich erstmal schauen. Das hier ist ein bisschen weird. Das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen, glaube ich. Das passt hier mehr. Obwohl. Vielleicht. Unten würde vielleicht gehen. Und dann so. Maybe. So. So langsam kommt es zusammen, aber immer noch nicht ganz. Aber es wird besser. Es wird definitiv besser. Ich glaube, man kann so langsam erkennen, was es ist, oder? Jetzt muss ich aber überlegen. Der Panzer ist fast richtig. Ach Gott. Ach Gott. Aber ich muss gerade gucken, was ist denn nicht richtig? Ich nehme jetzt schon wieder so lange auf und nur wegen diesem einen Rätsel hier. Was ist denn nicht richtig? Doch, die beiden müssen eigentlich nebeneinander sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann aber hier nicht hin, weil das passt nicht. Das passt sehr gut zusammen. Das muss da eigentlich so bleiben. Was ist denn mit dieser Ecke hier? Würde das zusammenpassen? Doch, ja, doch schon. Ich
muss gerade gucken, was passt denn überhaupt nicht? Das hier ist ein bisschen leicht out of place. Aber das ist halt das Auge. Doch, das muss da sein. Dann ist vielleicht das hier falsch? Kommt es vielleicht hier hin? Und dann das hier hoch? Hm? Nicht? Hm. Ich check's gerade wirklich nicht. Moment. Du, das hier vielleicht andersrum? Nee. Doch. Nee, doch. Warte. Gar nicht mal so falsch. Moment, wenn ich das so rumdrehe. Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Nope. Das passt nicht. Das macht hier viel mehr Sinn, das Ding. Und die beiden müssen auch getauscht werden. Hä? Ich dachte, ich hab's richtig. Oder muss das hier vielleicht nach da? Nee. So macht das keinen Sinn. Aber irgendwie irritiert mich auch das Auge. Also ich versuche gerade, mich so ein bisschen an den Panzer zu orientieren, wie der Panzer aussehen könnte. Aber so wirklich helfen tut das gerade nicht. Aber der Panzer, aber dieser Teil da... So vielleicht? Aber das Ding hier passt doch nicht damit zusammen. Aber die Außenstehenden habe ich doch richtig, oder? Vielleicht habe ich die beiden falsch. Oh ja. Oh, das macht sogar mehr Sinn so rum. Was hätte ich gemacht? Die beiden. Nee. Das hier war woanders. Warte, wie habe ich das vorhin gemacht? So, ne? Richtig? Nicht. Ah, ich sehe es hier. Das ist falsch. Es ist schon fast fertig, sehe ich gerade. Es ist fast richtig. Fast richtig. Aber ich glaube, das Ding kann hier nicht richtig sein. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich das so mache? Nein. Was legt die mal alle drei erstmal beiseite? Das sind ja so die. Ich denke mal, das ist alles richtig, außer die drei. Ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Das muss dort eigentlich hin. Oder? Was, wenn der Kopf, mit dem jetzt getauscht werden muss, wenn er nach unten kommen muss? Ich das alles eigentlich richtig hatte? Oh, jetzt kommt der große Plot-Twist. Das war richtig! Oh. Aber ich glaube, das muss sogar nach unten. Ich sag's jetzt einfach, was es ist. Es ist Ammonitas. Was habe ich denn falsch? Hä? So? Nee. Doch, das sieht doch richtig aus. Was ist denn daran falsch? Sieht doch komplett richtig aus. Ja gut, vielleicht muss das hier mit dem oberen getauscht werden. So rum. Maybe? Komm schon. Ach komm, das sieht doch richtig aus. Ey, Leute. So, wollt ihr es mich so haben? Auch nicht. Ha. Huh. Aber ich sehe auch gerade, dass hier nicht ganz zusammenpasst. Thank you.
Was willst du? Das sieht doch richtig aus. So, okay. Ich komme nicht mehr weiter. Und deshalb habe ich mir jetzt einen Guide rausgesucht. Ein Bild im Hintergrund. Und das war der einzige Fehler, den ich hatte. Diese beiden. Ich hatte es richtig, aber hab's nicht gecheckt. Wow. Ich saß da zu lange, muss ich sagen. Ich saß da, glaube ich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so saß ich jetzt hier. Ich habe wahrscheinlich eh ganz viel rausgeschnitten und rangezoomt, rausgezoomt, wie auch immer. Vorgespult meine ich eigentlich, aber wie auch immer. Damit die Alfruin. Fast fertig. Ich glaube, das ist ein W. Oder? Ich würde sagen, das ist ein W. Aber W sieht eigentlich anders aus. Nicht so curly. Oder was auch immer. Na egal. Soweit ich weiß, müssen wir immer noch 3 insgesamt von den Dingern fangen und dann passiert was. Oder es ist nur ein Kristall so. Aber ich versuch's trotzdem mal. Vielleicht passiert jetzt was. Ansonsten halt nicht. Ups, nein, ich weiß nicht, ich bin dann fast. Und irgendwie passiert nichts. Vielleicht passiert was, wenn ich in das Professorhaus reingehe. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ich find's echt krass, dass mir... Oh, das ist ein Haar. Das ist ein Haar. Aber ich finde es echt krass, dass ich alles richtig hatte, nur diese beiden gerade nicht. Und ja, man muss 3 Dinger fangen und dann taucht der hier auf. Hm? Das ist doch ein Pokédex, nicht wahr? Darf ich ihn sehen? Es gibt so viele unterschiedliche Pokémon. Hm? Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Es sieht aus wie die merkwürdigen Zeichen an den Wänden in den Ruinen. Falls diese Zeichen tatsächlich Pokémon sind, dann gibt es noch viele mehr davon. Ich weiß. Lass mich deinen Pokédex erweitern. Mir nach. Geschafft! Ich habe deinen Pokédex erweitert. Ich habe dir einen optionalen Pokédex extra für Inkognito eingebaut. Wenn du gar keine Hobbys hast, dann kannst du den ja auch vollfüllen von A bis Z. Er speichert sie in der Reihenfolge, in der du sie gefängst. Mike's Pokédex wurde erweitert. Jedes Inkognito, das du fängst, wird darin eingetragen. Schlage nach und um zu fahren, um wie viele es gibt. Danke, Typ. Okay. Und das waren die Alfruin. Ich hoffe, ich hab's nicht zu lang gemacht. By the way, was gibt's eigentlich hier? Kann man ja auch surfen, merke ich gerade. Sag mir nicht, gibt's noch einen 5. Teil. Dann reiß ich aber aus. Nein, ich kann einfach nur ein bisschen planschen. Normalerweise gibt's hier im Remake. Ich glaube ein paar Steinchen zum kaputthauen. Ein paar Kleinsteine oder so, keine Ahnung. Aber wir sind durch mit den Alfruin. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das so anstrengend wird, die Alfruin. Aber das fand ich jetzt gerade lustig mit der Monita. Sie hatte alles richtig am Ende. Aber diese beiden halt nicht. Aber wir haben es geschafft. Und ich musste ja nur nachgucken wegen 2 Dingern. Also das ist für mich schon... Also für mich ist es okay. Ich weiß halt, leider überhaupt nicht, wie lang die Folge ist. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich meine, die letzten beiden Folgen waren eh nicht so lang, deshalb mache ich jetzt ein bisschen weiter. Und wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue. Wenn ich mich jetzt noch erinnern kann, wo die war bestimmt hier, oder? Ah, ich vergesse es jedes Mal. Pokécom. Meine Güte. So,
Und jetzt können wir nämlich nach rechts. Da rechts gibt es nämlich noch 3 rote Punkte. Ne, 4 sogar. Und 2 Städte. Das sind diese orangen Punkte. Und wir gehen jetzt rüber zum Kesselberg. Richtung Route 42. Hier einfach nach rechts. Und ich liebe diese Musik. Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten, also verlaufe dich nicht. Alles klar. Und ich will meinen Hyperball. Wuhu! Und fällt gerade auf, ich sollte vielleicht ein anderes Pokémon im Team haben. Obwohl. Ist egal. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig. Okay, was gibt's denn hier? Route 42. Teak City. Mahagonia City. Was ist die nächste Stadt? Kesselberg. Wasserfallhöhle. Forst. Ja, der Kesselberg kann man auch Wasserfallhöhle nennen. Wenn man aber Surfer hat, dann kann man auch hier einfach durch, aber mach mal einfach den. Oh. Ups. Ja, oh, man sieht sogar ganz kurz leuchten, wo man ist. Aber das Ding ist, ich habe keinen Pokémon mit Blitz. Und ich bräuchte eigentlich einen Pokémon mit Blitz. Confenser kann Blitz erlernen, aber wir haben keinen Confenser. Aber man kann am Anfangsort einen Confenser fangen. Ich würde sagen, ja doch, ich würde sagen, machen wir doch Pause. Weil ich gerade einfach unsicher bin, wie lang die Folge ist. Weil ich gerade zu lange am Ammonitas-Puzzle festgehangen bin. Ich werde wahrscheinlich sehr viel schneiden müssen. Ich werde jetzt erstmal offscreen einen Clefenser fangen gehen. Es Blitz beibringen. Also Clefenser kann man halt nach der ersten Arena in der Nähe von Alfruin in den Routen. Da im Gras, da kannst du auf jeden Fall Clefenser fangen. Bringe ich Blitz bei und dann. Dann muss diese Höhle erkunden. Die kann man nämlich eigentlich skippen. Zumindest sieht es gerade so aus. Ich weiß es gerade halt nicht mehr. Deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, merkt schon, ich bin komplett aus dem Wind. Aber wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Könnt ihr das Video auch gerne teilen, um Leuten zu zeigen, wie dumm ich den Rätsel bin. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Silber. Haut rein und ciao!